Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark and Light. Am Ende der letzten Folge haben wir noch versucht, genug Ressourcen zusammenzukratzen, um genügend Magie-Essenzen zu machen für einen Griffin-Sattel, weil wir brauchen ja noch die Chaos-Essenz und die braucht ja ganz viel Magie-Essenz und der Crafting-Wahnsinn hat uns wieder ereilt, aber ich habe das Ganze jetzt offscreen einfach mal erledigt und wir können dann jetzt entsprechend dazu übergehen. Huch, jetzt habe ich hier die falsche Perspektive aktiviert. Wir können dann entsprechend dazu übergehen, jetzt die Chaos-Essenz zu craften. 9 Stück können wir machen. Nice. Wollt gar nicht wissen, was das für ein Aufwand immer ist mit dieser blöden Chaos-Essenz. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als genug. Wir haben sogar noch ein bisschen Reserve am Start. Das ist gar nicht schlecht. So, dann machen wir das mal. Flupp. Genau, jetzt haben wir hier 13 drin. Dann mache ich gleich mal jetzt Rain Griffin Sattel. Gott sei Dank. Dann haben wir jetzt erstmal wieder einen Griffin. Und der Griffin ist ja High Level. Der ist ja Level 148. Das heißt, der kann auch ordentlich was. Das ist auch wirklich dringend gebraucht, dieses Tier. Mein letzter Griffin ist ja nicht mal gestorben oder so. Der ist einfach weggebuggt. Der war einfach weg. Der ist unter die Map gefallen. Schweinerei. An so einer blöden Backstelle war das. Und das ist natürlich fies. Aber es ist Early Access, ne? Kann man ja leider nicht beeinflussen manchmal. Und ich möchte jetzt gerne, jetzt wo wir wieder so ein geiles Flugtier haben, möchte ich gerne mit dem Griffin, mit Peter, möchte ich gerne rumfliegen und mal einen Nidhogg versuchen zu zähmen. So, jetzt aber erstmal den Sattel auf den Griffin. Genau, wunderbar. Und wir sehen, der heilt sich immer noch hoch. Der ist immer noch verletzt von den ganzen Angriffen, die er hier einstecken musste. Aber nicht schlecht. Jetzt haben wir hier ein richtig geiles Tier. Der kann richtig was. Der ist auf jeden Fall 1000-mal besser als alle, die wir vorher hatten. Der ist, glaube ich, sogar jetzt auch noch stärker als der Bär. Aber wobei, der Bär ist natürlich im Kampf immer noch ungeschlagen, muss man dazu sagen, ne? Klar. Und der Bär hat hier auch immer noch schön viele Ressourcen für uns gesammelt. Ein sehr fleißiges Tier, wenn ich das mal sagen darf. So, jetzt müssen wir mal gerade nochmal gucken hier. Sind hier eigentlich mal wieder was, so Sachen gewachsen? Pilze und so? Wie sieht es eigentlich mit der Fertilisierung aus? Not fertilized, das ist schlecht. Moment, da müssen wir mal schnell gucken. Fertilizer müsste ich eigentlich noch haben. In der Box. Da müssen wir mal schnell was nachlegen, bevor die Pilze vergammeln. Nein, ich habe keinen Fertilizer mehr. Scheiße. Warum habe ich denn da nicht dran gedacht? Ist ja blöd. Hm. Weil das auch immer... Das sind auch ganz schön Sachen, die man hier auf dem Schirm haben muss, ne? Das ist nicht so einfach manchmal. So. Ich würde mal sagen, habe ich denn eigentlich meine Klamotten eigentlich heile? Ach ja, stimmt, ich habe ja gar keine Betäubungspfeile. Doch, habe ich. Moment, ich habe die verbesserten Betäubungspfeile. Die habe ich ja. Moment, wir versuchen jetzt nochmal, also wir nehmen jetzt diese verbesserten Betäubungspfeile, die Iron Hook Arrows, die nehmen wir jetzt mal mit. So. Wenn ich mir jetzt wirklich einen Nidhogg zähmen will. Aber eigentlich wäre es am sinnvollsten, wenn ich vorher noch versuche, die Level, die Sattel freizuschalten für den. Da muss ich ja nur... Hier, Level 8 muss ich ja nur freischalten dabei. Alter, der braucht auch 10 Chaos-Essenzen, der Sattel, für den Nidhogg. Ist schon ein bisschen übertrieben, wenn ich das mal sagen darf. Vor allem die ganzen anderen Ressourcen. Guckt euch das mal an, da braucht man fast gar nichts von. Und diese blöde Chaos-Essenz, das ist halt einfach 10 Mal. Hm. Aber ist auch erst ganz am Anfang von der Freischaltung. Naja gut, ich kann es ja trotzdem mal versuchen. Obwohl, eigentlich könnte man mal versuchen, auch einen Yeti zu zähmen. Das wäre eigentlich auch cool. Aber zählt der Yeti eigentlich als Eiselemental? Wartet mal, ich muss jetzt mal nachgucken. Bestiary. Wir müssen jetzt mal bei Bestiary gucken. Mich interessiert das jetzt mal, als was der Yeti zählt. Wieso ist eigentlich der Bär noch ausgegraut? Das verstehe ich nicht. Oder werden die nur hell dargestellt, wenn man sie getötet hat? Dann kommt es hin, weil ich habe noch keinen Bären getötet, glaube ich. Der Yeti! Da hat er den Sattel, genau, Sattel, kann gezähmt werden, aber ist es ein Elemental eigentlich? Man weiß es nicht. Ein Sacred Griffin gibt's auch. Crazy verrückt. Hm. Ich möchte jetzt gern mal einen Yeti suchen. Wahrscheinlich ist es genau das Letzte, was ich in meinem Leben tun werde, weil der Yeti mich sowas von töten wird. Aber egal. Ich reg mal nochmal die ganzen Steine ab, die ich hier im Inventar habe. Die Seelensteine. Die ja eh nicht funktionieren so richtig. Genau. Und die Armbrust habe ich ja repariert, oder? Genau. So, dann ziehen wir da doch mal diese Pfeile rein. Weiß halt nicht, so ein Yeti braucht bestimmt viele Pfeile. Da sollte ich vielleicht auch nochmal Standardpfeile mitnehmen.
Also nochmal ein paar machen. Und mir wird gerade klar, ich kann es nicht machen, weil ich keine Steine mehr habe. Habe ich alles verdengelt in Flaschen. Das gibt's ja gar nicht. Das kann ja gar nicht sein. Moment, wir brauchen Holz. Nee, Moment, was brauchen wir nochmal für Flaschen? Stein brauchen wir doch. Nee, für Baba. Für Pfeile, verdammt. Der Griffin steht ja immer noch draußen rum. Ich muss den mal reinholen gleich. Da hinten steht auch noch der Futtertrog. Also wenn ich mal Gammelfleisch brauchen sollte... Hä, wieso kriege ich jetzt hier nur 15 Steine raus? Ach so, ja stimmt, ich muss ja mit der Axt draufschlagen. Ja, da kriege ich ja mehr Steine. Oh Mann. Ja. Oh Mann, 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 oh Mann. So, schnell, schnell, schnell und dann craften. Wir brauchen Pfeile erstmal, ne? Oder, Moment, brauchte ich Pfeile? Wie waren das nochmal? Was brauchte ich nochmal für die... Ah, ich vergesse das immer. Genau, normale Pfeile, genau. So, Sekunde, wo sind sie? Hier sind sie. 52 Pfeile craften wir, dann holen wir uns hier Charcoal und alles. Und dann craften wir uns die Harpunen. Das dauert wieder so lange. Dieses Craften, es tut mir so leid, aber es dauert einfach ewig. Selbst wenn man alles hochdreht, alle Einstellungen, es dauert einfach ewig, bis mal was fertig gecraftet ist. Selbst wenn das hier so durchrasselt, es dauert einfach alles so lange. Das ist halt echt heftig. Und ich weiß, ja, andere haben gesagt, ich soll mal auf offiziellen Servern spielen, so vom Wegen. Ja, da sind die Einstellungen viel schlimmer noch. Ich weiß das. Das ist ja auch der Grund, warum ich das nicht tue. Weil ich auch noch, ja, ein Leben habe parallel und weil ich keine Lust habe, da bei solchen Einstellungen 3 Jahre zu brauchen, bis ich mal was erreicht habe. Weil es dann auf der anderen Seite ja auch immer heißt, ja, andere haben schon das und das, warum machst du immer noch nicht das und das? Ja, weil die ihre Einstellung genauso hochschrauben, sonst würden sie es ja auch nicht schaffen. So, jetzt, genau, Charcoal brauchte ich. Aber warte mal, ich wollte hier eigentlich Sulfur noch reinpacken. Auch Charcoal, da haben wir hier noch was. Und hier in den Schmelzen ist bestimmt auch noch was, genau. Da... Und da. Und diese. Brauche ich eigentlich die Magic Shards auch dafür? Ich weiß es gerade gar nicht. Moment, machen wir mal Hook. Genau, Hook. Was brauche ich denn jetzt nochmal? Ah ja, doch. Ich brauche doch die Magic Shards. Habe ich davon überhaupt noch welche? Ich habe davon so viele verwurstet. Für die Essenzen. Nicht mehr so viel. Egal, es reicht aber. Ich kann nur 20 machen? Hä? Wieso kann ich nur 20 von den normalen Harpunen machen? Da den verkehrt jetzt. Komisch. Hier waren, glaube ich, noch Magiesteine drin. Irgendwo hier. Ah, jetzt mal ganz viel Charcoal. Das vergesse ich auch immer, dass ich da so viel Charcoal drin habe. Nee, hä? Okay. Ich war gerade... Hä? Ich war der Meinung, ich hätte hier noch... Nee, offensichtlich nicht. Aber irgendwas fehlt doch hier. Warum macht er denn jetzt hier nicht weiter mit den... Hooks? Was fehlt denn da wieder? Ach ja, dieses blöde Twine. Das blöden Stricke da. Scheiße, habe ich natürlich wieder nicht. Muss ich wieder farmen gehen? Ah! Bis man mal loskommt bei so einer Aktion. Das ist so unglaublich, ne? Das ist heftig, bis man da mal wegkommt hier. Ah, oh, ich kann euch sagen, jetzt müssen wir wieder Twines organisieren. Komm, gib mir. Genau, sauber. Dann craften wir gleich mal wieder hier. Hook. Crafted. Genau. Sauber. Dann läuft das. Wunderschön. Jetzt sind, glaube ich, hier die Magic Shards sind jetzt, glaube ich, das Limit. Obwohl, nee, es sind immer noch die Twines. Ja, mal hier noch den Baum mit. Ranged Crafting. Rang 7. Siege Arrow, Stufe 1 habe ich freigeschaltet. Nicht schlecht. Ist doch gut. So, machen wir nochmal 25. Weil ich glaube, für so einen Yeti, ich weiß ja nicht mal, wo es den gibt. Das ist ja das nächste Ding. Es gibt ja so einen Berg, der so eine gefrorene Spitze hat. Also so einen Schneeberg. Da bei der Elfenstadt. Da können wir natürlich mal gucken, ob wir da Yetis finden. So, das sieht auch gut aus jetzt. Ich lege mal die restlichen Ressourcen noch ab.
Dann schwinge ich mich auf den Griffin. Aber vorher muss ich noch was trinken gehen. Und mal gucken, ob der Fertilizer fertig ist. Der hat ja auch noch gefehlt beim letzten Mal. So, jetzt haben wir das Craften abgeschlossen. Das ist schon mal nice. Fleisch muss ich auch noch mal mitnehmen. Alter, ja, so viel zu tun hier. So viel zu tun. Man kommt aus der Arbeit hier nicht raus. Ich kann euch sagen, ja, Fertilizer dauert natürlich wieder 3 Jahre. Warum auch nicht? So, dann lege ich jetzt mal den anderen Stuff ab. Den müssen wir ja nicht mitnehmen. Genau, wartet mal. Ich mache gleich mal noch mal ein bisschen hier Quarzsand aus den Steinen. Und das Holz legen wir hier gleich noch mal nach. So. Können wir das auch noch mit dazu packen. Bums. Das Magic-Zeug packen wir hier rein. Die Blumen esse ich mal auf. Für die Kopfkraft. Genau, Twines nehme ich einfach mal mit. Die sind jetzt nicht so schwer. Huch, wie ich die Tür nicht treffe. Ah ja, Fleisch wollte ich mitnehmen. Genau, die 40 nehmen wir mal hier mit. So. Und dann schwinge ich mir jetzt endlich auf den Griffin und fliege erstmal zum Wasser und trinke erstmal einen Schluck. Hui! Hui, hui, hui! Fliegen! Und landen! Und abspringen! Wie die Schafe hier im Wasser stehen. Sau witzig. Hallo Schafe! Bäh! Was ist da denn los? Guckt mal! So ein total ausgerasteter Magiefritze. Ach, der wird vom Skelett angegriffen. Oh, wartet mal, das will ich jetzt mal ich will das jetzt angucken, das wollte ich sagen. Mal gucken, wie er sich schlägt. Der läuft da einfach nur erratisch in der Gegend rum, der macht gar nichts. Sehr lustig. Der haut einfach nur ab. Der stirbt am Ende noch, wenn er nicht aufpasst. Dann kann ich ihn plündern. Der haut echt ab. Ja, volles Fund. Ich glaube, das Skelett. Aua. Du blödes Skelett. Ich halte sie einfach jetzt in der Ecke. Ich halte sie einfach zusammen. Aua. Ich will jetzt halt auch nicht zuschlagen, weil dann treffe ich ja den Dorfbewohner. Ich würde ihm ja helfen, aber wenn ich jetzt schlage, dann treffe ich ihn ja. Weil er so erratisch da rumrennt, dass er nicht weder wegläuft noch hinläuft. Das ist so, weiß ich nicht, wie ein aufgescheuchtes Hühnchen. Hey, warte mal, Moment mal, hier ist ein Loot-Hop. Deswegen das Skelett. Ja, wenn der den da beschäftigt, ne, dann greife ich mir hier den Loot in der Zeit. Loot tut gut. Ja, toll. Wie natürlich wieder nur Blödsinn drin ist. Ey, ach Mann, warum kann ja nicht mal was Geiles drin sein? Was soll ich denn mit diesen Steinen? So, ich habe jetzt die Nase voll hier von dem ganzen Rumgewusel und Rumgeschlage. Ich fliege jetzt zu dem Schneeberg da hinten. Ich will jetzt endlich einen Yeti zähmen. Moment, jetzt muss ich mal gerade ganz kurz dem Griffin nochmal ein bisschen was geben. Und zwar, wir geben dem mal Stamina und Gewicht erstmal. Das kann er, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Habe ich den jetzt eigentlich schon auf Docile gestellt? Ja, ne? Habe ich gemacht. Okay. Hä, Moment mal, hatte ich nicht Fleisch mitgenommen? Wo ist denn das Fleisch, das ich hier reingezogen habe? Hatte ich das nicht mitgenommen oder habe ich das wieder vergessen? Ach Mann, das habe ich, glaube ich, wieder vergessen. Oder habe ich das in Griffin gesteckt? Nee. Ach scheiße, egal. Manno. Wieso habe ich das denn? Ich habe doch einen kompletten Stack rausgezogen. Wo ist der denn hin? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ich glaube, mein Hirn ist wieder nicht so ganz auf der Höhe. Ich glaube, ich habe das wieder verdengelt. Ich habe, glaube ich, wieder irgendwas falsch gemacht. Irgendwas anderes habe ich gemacht, was ich gar nicht machen wollte. Goddammit. So, was ist das hier oben? Oh Gott, das hakt so unglaublich gerade. Es wird gerade wieder ein neues Gebiet geladen. Da hakt es immer. Und nein, da hilft keine SSD. Landen. Oh Gott. Komm. Weil ich habe nämlich eine SSD in meinem Rechner. Das hat damit nichts zu tun. Es hat damit was zu tun, dass unglaublich große Mengen an Daten in den Videospeicher der Grafikkarte geladen werden müssen. Und das in einer sehr ineffizienten Art und Weise. Also wenn da so große Bereiche halt vorgeladen werden müssen, dann ruckelt es halt einfach.
Weil da auch die beste CPU-Grafikkartenkombi nicht hinterherkommt mit den ganzen Daten, um die da reinzuschaufeln. Das ist halt so. Und wenn das dann geladen ist, wenn das im Speicher ist, im Videospeicher, dann geht das. Dann läuft das alles fluffig. Aber es muss da halt erstmal rein, ne? Und wenn die das ein bisschen optimieren würden, ginge das auch. Dann bräuchte man auch weder eine SSD noch eine High-End-Grafikkarte, dann würde das trotzdem laufen. Aber dadurch, dass das Spiel halt nicht optimiert ist und halt gerade erst rausgekommen ist und auch sich nicht dran orientiert, wie Ark das mittlerweile gelöst hat. Ark ist ja deutlich besser in der Hinsicht optimiert. Ruckelt das halt einfach in solchen Situationen. Das ist so. Das ist eine Optimierungsseite. Das hat nichts mit der Hardware zu tun. Das ist die Software, die scheiße ist. So. Muss man mal sagen. Immer diese Missverständnisse hier. Also ich würde jetzt ja mal sagen, das sieht aus wie so ein Schneeberg hier, oder? Und da würde ich doch jetzt mal vermuten, dass es hier sowas wie ein Yeti gibt. Aber es hakt schon wieder. Es muss gerade wieder was geladen werden. Moment. Kurz mal stehen bleiben in der Luft. Aber da gäbe es auch Lightstone. Seht ihr das? Da vorne. So, jetzt hat er es geladen. Nee, hä? Irgendwie... Also so richtig eisig ist das hier jetzt ja nicht. Und da gibt es auch wieder nur Rock Elementals. Ich flieg mal jetzt hier ganz nach oben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es auf dieser schmalen Spitze von diesem Berg hier, dass da irgendwas ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht gibt es noch irgendwo ein Schneebiom. Ja, hier ist Levelgrenze. Da fliege ich lieber mal nicht durch. Wer weiß, was dann wieder passiert. Nicht, dass ich plötzlich oben stehe. Ah, guck mal, da hinten ist so ein Eisberg. Da müssen wir mal hinfliegen. Machen wir jetzt auch. Wir fliegen da jetzt hin. Das kann ja eigentlich nur der richtige Berg sein. Da muss es bestimmt Yetis geben. Das sieht zwar jetzt nicht gerade aus wie der Himalaya, aber es ist ein schneebedeckter Berg. Wahrscheinlich erfriere ich da direkt. Vor allem, der Yeti ist bestimmt wieder so stark, dass er mich mit einem Schlag wegklatscht. Da muss ich wieder voll aufpassen, wenn ich den zähme. Na, mal gucken. Schade, dass man nicht vom Griffin aus schießen kann. Das wäre cool. Wahrscheinlich verliere ich den Griffin jetzt beim Yeti zähmen. Das wäre auch wieder so... So typisch wäre das, oder? So typisch. Aber gut, ich will jetzt nicht schon wieder die Horror-Szenarien prügeln. Mal schauen, wie es dann am Ende läuft. Wir werden es sehen. Ich fliege jetzt erstmal zu der Ruine da drüben und mache nochmal eine kleine Zwischenlandung. Und es hakt wieder. Er lädt schon wieder ein neues Gebiet. Das gibt es ja nicht. Komm, flatter, du Flattermann. Mach die Flatter. So, ich guck mir das mal gerade aus einer anderen Perspektive an. Hä? Manchmal ist das seltsam. Ich bin doch jetzt gerade in der freien Perspektive, oder nicht? Ah nee, ich habe ja nur das Overlay ausgemacht. Jetzt bin ich in der freien Perspektive. Gott, das aber auch... Ah. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist dann jetzt auch wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Dark and Light. Und dann werden wir uns zu diesem schneebedeckten Berg begeben und den sagenumwobenen Yeti suchen. Bis zur nächsten Folge Dark and Light. Bis dann, ciao, ciao.